Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo über das Thema Strom. Ich bin Lucy, bin 14 Jahre alt und erkläre euch heute, wie Strom entsteht. Habt ihr sicher alle Haushaltsgeräte, aber wisst ihr auch, wie die funktionieren? Die funktionieren natürlich mit Strom, der durch Leitungen zu den jeweiligen Geräten geführt wird. Aber wie entsteht Strom eigentlich? Es gibt mehrere Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. Es gibt da ökologische Energien und weniger ökologische Energien. Ökologische Energien sind zum Beispiel Wind, Wasser und Sonne. Hier ein kleines Beispiel für die Windkraft. Weniger ökologische Energien sind zum Beispiel Müllverbrennung oder Kohleverbrennung. Und mit der Kohleverbrennung wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen. Es gibt zwei Arten von Kohle, Steinkohle und Braunkohle. Ein paar Infos über Steinkohle. Also Steinkohle wird auch schwarzes Gold genannt. Sie besteht aus Pflanzenresten und Kohlenstoff. Sie wird unter Tage abgebaut. Förderer von Steinkohle in Europa sind Russland, Ukraine und Polen. Und es gibt nicht mehr viel Steinkohle in Deutschland. Jetzt noch ein paar Infos über Braunkohle. Also Braunkohle wird im Tagebau abgebaut. Sie besteht aus organischen Substanzen und die Gewinnung von Braunkohle erfordert tiefe Eingriffe in die Ökologie. Tagebau bedeutet übrigens, dass halt die Kohle über der Erde abgebaut wird, aber dass halt da der Grundwasserspiegel gesenkt werden muss, damit man an die Kohle rankommt, wird die Kohle halt mit so Maschinen abgebaut. Und Gewinnung erfordert tiefe Eingriffe in die Ökologie. Das ist halt, dass die Personen halt den Grundwasserspiegel senken müssen, um an die Kohle ranzukommen. Also Vorteile von Kohle sind halt, dass es genug Kohle gibt und dass die halt auch noch für die nächsten 200 Jahre reicht. Und der Abbau von Kohle schafft halt auch Arbeitsplätze. Und es ist halt eine wichtige und unabhängige Energiequelle. Nicht so wie zum Beispiel die Sonne, die ja auch mal von Wolken bedeckt sein kann. Und der Abbau ist halt auch sehr billig, im Gegensatz zu anderen Energieträgern. Die Nachteile von Kohle sind, dass die Verbrennung sehr viel CO2 verursacht und dass der Bau halt unter Tage sehr gefährlich ist, weil unter Tage bedeutet halt, dass die Kohle unter der Erde abgebaut wird und es kann ja auch zum Beispiel mal irgendwie was von der Decke stürzen oder so. Und es hat einen und die Kohle hat halt einen hohen Schwefelanteil. Und der Grundwasserspiegel muss halt auch gesenkt werden, damit man die Kohle überhaupt abbauen kann. Und man braucht halt Sägebau. Um halt die Kohle auszugraben, muss man halt die Erde aufgraben. Und da wird halt sehr viel Landschaft verbraucht. Und manchmal müssen vielleicht auch Wälder abgeholzt werden, damit man halt unter der Erde graben kann. Und deswegen ist halt ein Kohleausstieg bis 2038 geplant. Das heißt, bis 2038 sollen alle Kohlekraftwerke geschlossen sein. Und die betroffenen Regionen erhalten 40 Milliarden, damit sie halt alles umstellen können, damit halt kein Stromverlust entsteht. Weil Kohle ist der eigentlich größte Energieträger und
wenn dann plötzlich der größte Energieträger weg ist, dann entsteht halt viel weniger Strom und man muss ja den Stromverbrauch trotzdem abdecken. Und deswegen halt auch die Erhöhung erneuerbarer Energien. Und die Kraftwerke sollen halt nach Alter abgeschaltet werden. Das heißt, das älteste Kraftwerk zuerst und dass das vielleicht gerade erst eröffnet wurde, dann als letztes. Warum ist Kohle eigentlich so schlecht? Naja, in der Kohle ist halt sehr, sehr viel Kohlenstoff enthalten und der wird halt bei der Verbrennung in CO2 umgewandelt und freigesetzt. Und deshalb kommt halt sehr, sehr viel CO2 halt heraus, wenn man die Kohle verbrennt. Und das ist halt nicht sehr umweltfreundlich, weil wenn zu viel CO2 in der Luft ist, dann kann die Sonnenwärme von der Erde nicht mehr entweichen und das Klima wird wärmer. Und dadurch können halt große Eismengen schmilzen und der Meeresspiegel steigt. Und der Wirkungsgrad von Kohle ist halt nur 30-46%, weil der größte Teil von der Kohlenenergie, also von der Energie, die entsteht, wenn man Kohle verbrennt, wird halt für das Kohlekraftwerk selber verwendet, für den Kühlturm. Ein weiterer Grund, weswegen Kohle so schlecht ist, ist halt, dass pro Kilowattstunde 1200 Gramm CO2 ausgestoßen werden. Also Kilowattstunde ist so viel Strom, wie man jetzt im Durchschnitt für eine Stunde ungefähr verbraucht. Und 1200 Gramm CO2 für jede Kilowattstunde. Werden halt dann in die Luft gepustet. Also hier sieht man den Aufbau eines Kohlekraftwerks. Und es gibt halt auch mehrere Proteste gegen Kohle und die Kohlekraftwerke, die in der Nähe von Regensburg sind, sind jetzt zum Beispiel das Kraftwerk Albach bei Ziesers, das liegt in Baden-Württemberg, dann das Kraftwerk Bexbach, das liegt in Saarbrücken, dann das Großkraftwerk Mannheim, das liegt in Baden-Württemberg und das Kraftwerk Chemnitz, das liegt in Sachsen. Also so ein Kohlekraftwerk hat halt auch Auswirkungen auf die Umwelt. Nämlich, das habe ich vorhin schon erklärt, dass wenn zu viel CO2 in der Luft ist, dass dann halt die Wärme, die die Sonne auf die Erde strahlt, nicht mehr entweichen kann und deswegen in der Atmosphäre von der Erde bleibt und deswegen wird es halt auf der Erde halt wärmer und dadurch können halt auch große Eismengen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Und dann können halt auch ganze Länder überschwemmt werden. So, und
Eigentlich die einzige Quelle, die ich benutzt habe, ist eigentlich die Quelle Google. Da habe ich alle Bilder her. Also an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, mein Erklärvideo hat euch gefallen.